Hallo und herzlich willkommen hier im Jungen Theater Detwold. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr mit ganz einfachen Materialien, die ihr bestimmt zu Hause habt, Musikinstrumente bauen könnt. Vielleicht haben eure Geschwister oder Eltern ja auch Lust mitzumachen, dann könnt ihr gleich zu Hause ein eigenes Orchester gründen. Apropos Orchester, vielleicht habt ihr irgendwo schon mal ein Orchester gesehen oder gehört. In einem Orchester spielen viele verschiedene Instrumente mit. Sie sind alle unterschiedlich, haben aber auch Gemeinsamkeiten. Instrumente, die sich ähnlich sind, gehören zu einer Familie. Da gibt es zum Beispiel die Streichinstrumente, wie die Geige. Zu diesem Instrument braucht man auch noch einen Bogen. Mit dem streicht man über die Saiten des Instruments. Daher kommt auch der Name Streichinstrumente. Dann gibt es auch noch die Blasinstrumente. Es gibt welche aus Holz, die Holzblasinstrumente, wie zum Beispiel die Klarinette. Oder welche aus Metall, die nennt man Blechblasinstrumente, wie zum Beispiel die Trompete. Und dann gibt es noch die Schlaginstrumente. Dazu gehören ganz viele verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel diese Trommel hier oder so eine Rassel. Die habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Damit euer Orchester zu Hause auch richtig vielseitig wird, werden wir heute aus jeder der Instrumentenfamilien verschiedene Instrumente bauen. Ihr könnt natürlich frei entscheiden, welche Instrumente ihr mitbauen wollt und welche vielleicht nicht. Am besten bittet ihr einen großen Menschen, euch ein wenig zu helfen. Und dann kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! Wir beginnen mit den Schlaginstrumenten. Los geht's mit Kastagnetten. Ihr braucht dazu ein Stück Pappe, Schere und Kleber und zwei Kronkorken. Es gehen aber auch größere Knöpfe oder zum Beispiel zwei Walnussschalen. Als erstes schneidet ihr einen Streifen von der Pappe. Schaut am besten kurz vorher, dass der Kronkorken drauf passt. Etwa so lang. Dann nehmt ihr die Pappe und faltet sie einmal in der Mitte. Klappt sie wieder auf. Und klebt die beiden Kronkorken oder Knöpfe auf die jeweiligen Enden. Jetzt lasst ihr das Ganze so für ca. 10 Minuten einfach trocknen. Wenn eure Kronkorken oder Knöpfe getrocknet sind, könnt ihr hier oben noch die Papierecken abschneiden. Und dann sind eure Kastagnetten auch schon fertig. Weiter geht's mit einer Blechbüchsentrommel. Ihr braucht dafür eine Blechdose in ungefähr der Größe, zum Beispiel von Dosenobst oder Gemüse, einen Luftballon, der nicht zu klein ist, etwas Tesafilm, einen Korken und einen Holzspieß, eine Schere, und optional etwas Papier, ein Stück Stoff und etwas Schnur. Wenn ihr wollt, könnt ihr als erstes die Dose einmal mit Papier umkleben, damit man die Beschriftung nicht mehr sieht. Als nächstes schneidet ihr beim Luftballon den dünnen Teil ab, ungefähr hier, da wo es dicker wird. Und jetzt braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen Hilfe, weil der Luftballon muss jetzt einmal über die Öffnung der Dose gestülpt werden. Das ist ein bisschen schwieriger. Jetzt solltet ihr möglichst schnell den Luftballon festkleben an der Dose, damit er euch nicht wieder runterrutscht. Die Blechtrommel ist jetzt schon fertig. Jetzt fehlt uns noch der Schlegel. Dafür braucht ihr den Holzspieß und den Korken. Und ihr piekst einfach den Spieß
in den Korken rein. Das geht eigentlich gar nicht so schwer, so dass er fest ist. Damit könntet ihr jetzt schon spielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Korken noch etwas verkleiden, damit er ein bisschen hübscher aussieht. Und dafür würdet ihr den Stoff und die Schnur nehmen. Nehmt einfach euer Stück Stoff und stülpt es über den Korken. Dann wickelt ihr das so ein bisschen rum. Schneidet ein Stück von eurer Schnur ab und befestigt es einfach hier unten drum. So, und fertig ist dann auch euer Schlegel. Weiter geht es mit den Blasinstrumenten. Wir starten mit dieser Panflöte. Hierfür braucht ihr Strohhalme, etwa 10 Stück, wieder Tesafilm oder so buntes Tape und etwas Knete. Als erstes legt ihr die Strohhalme gerade nebeneinander und klebt einen Klebestreifen drumherum, sodass sie zusammenhalten. Jetzt schneidet ihr die Enden jedes einzelnen Strohhalms stufenförmig ab. Ihr fangt an mit einer ganz kleinen und geht immer so weiter, etwas länger nach unten. Jetzt müssen wir noch die Enden unserer Panflöte mit etwas Knete verschließen, damit die Luft, die wir gleich hier oben reinpusten, nicht einfach so durchrauscht. Dazu nehmt ihr euch einfach ein kleines Stück Knete, formt das so zu einer kleinen Kugel und steckt es hier unten rauf. Ihr müsst nicht unbedingt versuchen, das ganz genau reinzustecken, weil dann rutscht es im Zweifel hier rein. Das reicht, wenn es so unten aufgesteckt ist. Und dann ist eure Panflöte auch schon fertig und ihr könnt hier oben reinpusten. Als nächstes bauen wir ein Kazoo. Hierfür braucht ihr eine leere Klopapierrolle oder eine leere Küchenrolle, raschelndes Papier wie Butterbrotpapier oder Alufolie, einen Nagel, ein Gummiband und eine Schere. Als erstes stecht ihr mit dem Nagel vorsichtig ein paar Löcher in die Rolle, damit gleich beim Hineinpusten uns das Papier hier oben nicht wegfliegt. Dann schneidet ihr ein Stück von eurem raschelnden Papier aus und dann spannt ihr das Papier mit dem Gummiband über die Öffnung der Rolle. Wenn das Gummiband noch zu locker sitzt, könnt ihr es auch doppelt nehmen. Jetzt zieht ihr das Papier noch etwas glatt und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch einen Klebestreifen unten rum machen und das Gummiband wieder abmachen, dann sieht es etwas schöner aus. So, jetzt ist euer Kazoo fertig. Wichtig ist, dass ihr jetzt nicht hineinpustet, sondern hineinsingt. Jetzt kommen wir zu den Streichinstrumenten.
Streichinstrumente sind ein bisschen schwieriger zu bauen als die anderen Instrumente. Lass dir bei diesem Instrument auf jeden Fall von einem großen Menschen helfen, denn 4 Hände sind hier besser als 2. Los geht's mit unserem Streichinstrument. Hierfür braucht ihr ein paar mehr Materialien. Als erstes ein längliches Stück Holz, so eine Holzleiste, einen Pappbecher, etwas Nylonschnur, eine Holzperle, die nicht zu klein sein darf, ein paar Nägel, einen Korken, einen Hammer, einen Stock von draußen, der am besten leicht gebogen ist bzw. auch leicht biegsam ist, und etwas Nähfaden. Als erstes müssen wir in unseren Pappbecher diese beiden Öffnungen reinschneiden. Dafür schneidet ihr hier unten an der Kante eine Linie. Und zwei seitliche Einschnitte und dann klappt ihr es einfach von außen nach innen. Schaut zwischendurch mal, dass euer Holz auch reinpasst. Und dann das gleiche nochmal von der anderen Seite. Dann könnt ihr den Becher erstmal zur Seite stellen. Jetzt nehmt ihr erstmal eure Holzleiste, 2 Nägel und euren Hammer. Und diese beiden Nägel müssen jetzt an die Enden der Holzleiste reingehämmert werden. Am besten hilft euch ein großer Mensch dabei. Als nächstes nehmt ihr eure Nylonschnur und schneidet ein größeres Stück davon ab. Und das eine Ende knotet ihr hier unten an den Nagel. Jetzt dreht ihr eure Holzleiste einmal um und schiebt den Becher mit den beiden Öffnungen einmal darüber, ungefähr bis hier. Jetzt nehmt ihr das andere Ende der Nylonschnur, dass das noch frei ist, und knotet es um eure Holzperle, die deswegen ein Loch haben muss. Am Ende soll die Holzperle hier über diesen Nagel gespannt werden. Ihr müsst also die Nylonschnur entsprechend der Länge jetzt anpassen, sodass die Schnur hier dann gespannt ist. Dafür braucht man wahrscheinlich 2 oder 3 Versuche, bis wirklich die Schnur gespannt ist. Ich habe jetzt meine Schnur so angepasst, dass es von der Spannung passt und stecke jetzt die Holzperle hier über den oberen Nagel. Jetzt ist die Schnur schon etwas gespannt, aber jetzt nehme ich noch meinen Korken und schiebe den zwischen den Deckel des Pappbechers und der Schnur noch dazwischen. Und jetzt ist die Schnur richtig gespannt. Euer Streichinstrument klingt jetzt eigentlich auch schon, wenn man hier die Saite nämlich zupft. Aber wir wollen ja ein Streichinstrument bauen und deswegen legen wir das jetzt kurz zur Seite und nehmen unseren Stock von draußen und unseren Faden und bauen daraus jetzt noch den Bogen für unser Streichinstrument. Ihr nehmt dazu als erstes den Faden und schneidet ein gutes Stück davon ab. Die Länge ist gerade noch nicht so wichtig, lieber ein Stückchen zu lang.
und nehmt die gleiche Länge Faden einfach nochmal. Damit ihr den Faden gleich besser weiterverarbeiten könnt, macht ihr einfach oben und unten schon mal einen Knoten rein. Jetzt müssen wir den Faden noch an unserem Stock, der dann unseren Bogen wird, befestigen. Dazu ist es gut, wenn ihr bei der Auswahl eures Stocks darauf achtet, dass er oben und unten rau ist oder eine Möglichkeit hat, dass ihr den Faden befestigen könnt. Ich nehme jetzt den Faden und wickel den hier oben einmal rum und einmal rumherum und knote ihn dann fest. Macht ruhig einen Doppelknoten, dann hält es besser. Jetzt müssen wir noch das andere Ende des Fadens am unteren Ende des Stocks befestigen. Wichtig ist, dass der Faden am Ende richtig unter Spannung steht. Dafür müsst ihr den Stock leicht biegen, nicht zu doll, damit er nicht bricht. Und dafür ist es gut, wenn ihr noch jemanden habt, der zusätzlich hält. Ihr biegt den Stock ein bisschen und wickelt den Faden einmal drumherum und knotet ihn fest. So, und wenn euer Faden jetzt einigermaßen fest gespannt ist, ist euer Bogen fertig. Wenn der Faden noch zu locker ist, probiert es einfach nochmal. So, und jetzt könnt ihr euer Streichinstrument und euren Bogen zusammennehmen und über die Seite streichen. Zum Schluss bauen wir noch ein weiteres Instrument, auf dem man zupfen kann. Ein Zupfophon. Hierfür braucht ihr eine leere Taschentuchbox oder ihr könnt auch einfach einen Schuhkarton nehmen, indem ihr oben in den Deckel ein Loch schneidet. Außerdem braucht ihr Gummibänder in verschiedenen Größen und zwei Holzspieße. Für das Zupfophon müsst ihr eigentlich nur die verschiedenen Gummibänder um den Karton ziehen. Jetzt nehmt ihr noch die beiden Holzspieße und schiebt sie an den Seiten einmal unter die Gummibänder, damit diese gleich besser klingen. Und dann ist euer Instrument auch schon fertig. Ihr könnt jetzt eure selbstgebauten Instrumente auch noch mit buntem Papier, Stiften oder solchem Tape verzieren, dann sehen sie noch ein bisschen bunter aus. Und dann seid ihr auch eigentlich schon bereit für euer erstes Hauskonzert mit der Familie.